Willkommen zu den Gesichtern Asiens. In den nächsten 30 Minuten erzählen wir Ihnen Geschichten von Menschen und natürlich von Tieren auf diesem großartigen Kontinent. Aber zunächst wird's wild beim Fest der hungrigen Geister. Geisterbeschwörung auf dem nächtlichen Friedhof. Hier wird Geld verbrannt. In rauen Mengen. Es steigt auf in die Welt der Geister, der Verstorbenen. Dieser Palast wird ebenfalls gleich brennen. Das transportiert ihn hinüber ins Totenreich zu dessen Bewohnern. Aan ist hauptberufliche Schamanin einer taoistischen Gemeinde in Singapur. Dies ist das Fest der hungrigen Geister. Dabei schicken einmal pro Jahr die Gläubigen Geld und Gut per Feuer ins Jenseits zu ihren Ahnen. Hinter der glitzernden Weltstadtfassade von Singapur leben uralte chinesische Traditionen weiter. Die meisten Bewohner sind Chinesen, Nachkommen von Kulis, Handwerkern und Händlern, die einst aus der Armut ihres Landes hierher nach Südostasien flohen. Taoistisches Ritual in einem Hochhaus in Singapurs Innenstadt. Hierher geführt hat uns Herr Cheo Chiong-Yan, ein wohlhabender Händler, für den Religion und Geschäft eng verbunden sind. Wir werden es sehen. Die chinesische Religion des Taoismus hat viele Anhänger in dieser Stadt. Wir beten für gute Gesundheit, sagt er, für Erfolg im Geschäft, für Frieden. In our work, in our business, and peace for the world. In diesem Ritual wird der Jade-Kaiser geehrt, einer der mächtigsten unter den vielen tausend Göttern im volkstümlichen Taoismus. Ihm wird Gold geopfert, massenhaft. Aus bedrucktem Papier falten die Gläubigen die Formen traditioneller chinesischer Goldbarren. Wir werden das verbrennen, sagt er, und es damit zum Jade-Kaiser schicken. Noch mehr Geschenke für den Herrscher von Himmel, Erde und Hölle. Hinterm Hochhaus steht der Verbrennungsaltar. Herr Jio gibt reichlich, der Priester kommt mit dem Anzünder. Der Jade-Kaiser wird ein Neujahr beschenkt. Opfer für verstorbene Angehörige im Jenseits haben ihre Saison später im Jahr. Herr Jio ist dafür bestens gerüstet. Dies ist das Warenlager von Herrn Jios Papierhandlung. Seine Firma ist spezialisiert auf den Handel mit Opfergaben aus Papier. Hauptsächlich Geld und Gold, aber er hat noch mehr zu bieten. Eine Waschmaschine, ein Ferrari, Nachthemd und Pantöffelchen, alles aus Papier. Herr Jio lässt das alles in China anfertigen, beliefert damit Taoisten in ganz Südostasien. Das Haus hier, sagt er, kommt komplett mit Besitzurkunde. Zigaretten für die Raucher im Jenseits. Nach taoistischem Glauben, sagt Herr Jio, ist die Welt dort drüben genauso wie die unsere hier. There is a world up there. We have same lifestyle, you know. Mm-hmm. They need to have houses. They need to have. Die Geister der Verstorbenen brauchen Häuser, Autos, sagt er. Wir schicken sie ihnen, indem wir dies verbrennen. Eine Motorjacht. Frage, ist das alles nicht sehr materialistisch? Nein, sagt er, wenn sie etwas für ihre toten Verwandten verbrennen, wollen sie doch das Beste für sie. Solche Luxusopfer sind noch ein relativ neues Phänomen. Früher verbrannte man nur Geld. Frage, was kostet ein Haus aus Papier? Umgerechnet etwa 12 Euro, vergleichsweise billig. Und dann sind sie da, die Nächte der hungrigen Geister. Das Fest, meist im August, dauert mehrere Tage und überall in der Stadt werden Gaben für die Verstorbenen verbrannt, wohl verpackt in Truhen aus Papier. Eine Fantasilion. Der Adressat hat ausgesorgt im Jenseits. Ein Priester betet, Papiergeld fliegt in Massen, die Gläubigen beten, das alles geschieht mit einer für religiöse Handlungen in Asien typischen Selbstverständlichkeit.
Und die ansonsten so pingeligen Ordnungshüter von Singapur lassen es zu, dass zwischen den Wohnblocks riesige Feuer aufleuchten. Zur gleichen Zeit Bankett für die Götter im Jenseits. Später werden sich die Gläubigen selbst darauf stürzen, aber erst einmal wird Geld verbrannt, stapelweise. Ein Schamane tobt in Trance. Schamanismus gehört zu den vielen geheimnisvollen Wurzeln des Daoismus, der über 2000 Jahre alten Religion Chinas. Er sabbert und qualmt wie ein Schlot. Es gehört zum Rollenspiel der Schamanen, in Trance die Sau rauszulassen. Das alles spielt sich ab auf einem der großen chinesischen Friedhöfe der Stadt. Dort kalkuliert der Schamane auf dem Abakus die Zukunft eines Gläubigen. Der lauscht der Prophezeiung. Immer wilder geht's zu in dieser Nacht. Die professionelle junge Schamanin steigert mit schnellem Tanz das Gefühl fürs Überwirkliche. Und dann beginnt der mehr als 4 Meter hohe Palast aus Papier über den Gräbern in Flammen aufzugehen. Im Feuer entschwebt er ins Jenseits, ins Totenreich. Einige der besten Spezialitäten der indonesischen Küche findet man abseits der Hochhäuser und der Shopping-Malls von Jakarta. Zum Beispiel Gado-Gado vom Kereta Dorong. Wir stellen vor den Koch mit der Schubkarre. Tatane Sudiyadi ist gern gesehen in dieser Gasse im Zentrum von Jakarta. Denn er bereitet an seinem kleinen Stand ein hervorragendes Gado-Gado. Ein Cousin hat ihm das Mischen der Zutaten beigebracht, als Tatane Sudiyadi vor 9 Jahren aus dem heimatlichen Dorf, wo er Kühe hütete, ins große Jakarta kam. Die Bewohner der Gasse kennen ihn und von morgens bis abends mischt er ihnen das klassische indonesische Gericht. Für manche eine Hauptmahlzeit des Tages, für die Bessergestellten ein Snack zwischendurch. Reiskuchen, Tofu, Maiskörner, gekochte Kartoffel, gekochtes und rohes Gemüse. Er zählt die Zutaten seines Rezeptes auf, garniert wird mit Kropak, Cracker aus Tapioca. Gado-Gado ist eine Art Salat. Die Gasse liegt im Schatten der großen Apartmentbauten und hypermodernen Shoppingzentren der indonesischen Hauptstadt. Nein, ein Slum ist das nicht, nur ein Überrest der alten Wohnviertel, die hier nach und nach von Hochhäusern verdrängt werden. Hier lebt der untere Mittelstand. Das Geheimnis eines guten Gado-Gado ist die Erdnusssoße, in der all die Zutaten vermengt werden. Und dafür hat Tatane Sudiyadi offenbar ein Händchen. In der Gasse stehen noch andere Wagen, ein Obsthändler zum Beispiel ist da und die Verkäufer frönen Indonesiens Laster dem Kettenrauchen. Nachmittags um 5 ist Feierabend, Tatane Sudiyadi räumt ein, er ist froh, diesen Stammplatz zu haben für sein Wägelchen. Hier gibt es ausnahmsweise keine lokale Mafia, die wie sonst überall Schutzgelder verlangt, sagt er. Der Wagen gehört einem Cousin, mit ihm teilt er den Verdienst. Vorbei an Luxushotels und Luxus-Shopping-Malls macht er sich auf den Heimweg durchs Verkehrsgewühl von Jakarta. Berge von Chilischoten auf dem kleinen Markt am Weg. Er kauft Erdnüsse für die Soße. Und in diesem Slum ist er zu Hause. 15 Minuten Fußweg von den Glitzerhotels im Zentrum. Im Stadtteil Tanah Abang liegt eins der größten Armenviertel von Jakarta und fliegende Gado-Gado-Händler gehören zu den Armen der Stadt. Es geht durch abenteuerlich enge Gassen, auf denen sich das Leben abspielt und in die fast kein Licht fällt. Hunderttausende leben so in Jakarta an den einst von den holländischen Kolonialherrschern angelegten Kanälen. Am Abend backt er in heißem Öl den Kropak, gleich neben dem verdreckten Gewässer, Vorbereitungen für morgen.
30 Portionen verkauft er im Schnitt pro Tag. Ein langer Tag. Um 2:30 morgens aufstehen, schlafen um 9 abends, 7 Tage die Woche. Ab und zu, sagt er, nehme ich montags frei. In diesem Raum lebt und schläft er zusammen mit 2 Cousins. Knoblauchraspeln für das Gado-Gado. Nach Abzug aller Unkosten verdient Tatane Suriadi weniger als umgerechnet 2 oder 3 Euro pro Tag. Aber das ist mehr, als er zu Hause auf dem Lande hatte. Dort war ich aufs Geld meiner Eltern angewiesen, sagt er. Und er lacht. In Asien lacht man bisweilen auch aus Verlegenheit. In der 10-Millionen-Stadt Jakarta leben Zigtausende vom ambulanten Verkauf von Essen. In einer Straße hinter einem Luxushotel stehen die Süßwarenverkäufer. Wer nach Jakarta reist, sollte es probieren. Hier ist das Essen jedenfalls authentisch. Dolmetscherin Nina erklärt, was da gemischt wird. Som Som, ein Drink aus Palmfrucht, Reismehl, Bananen, Milch und Sago. Bunt, süß und auf Wassereis serviert, ziemlich erfrischend in der Tageshitze. Der Reporter genießt und hat auch später nichts zu bereuen. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr, Tatane Suriadi brät die Erdnüsse aus. Die wird er später zermahlen für die Gado-Gado-Soße. Das Wichtigste, sagt er. Es regnet. Auch im Tropenklima kann es klamm und kalt sein. Aus den Toiletten über dem Fluss riecht's eindeutig. Hunderte von Gado-Gado-Verkäufern machen sich bereit für den neuen Tag. Gleich werden sie gruppenweise ausrücken aus ihren Slum-Behausungen. Tatane Suriadi ist 24 Jahre alt. Er hat Glück, überhaupt diesen Job zu haben, den ihm seine Familie verschafft hat. Und hier sieht man, warum die Wagen in Gruppen losziehen. Als Einzelne hätten sie weniger Chancen, über die Straße zu kommen in diesem endlosen Verkehrsstau. Jeden Morgen Aufbauen des Verkaufsstandes in der kleinen Gasse. Verschleierte Mädchen kommen vorbei auf dem Weg zur Schule. Chilischoten zerreiben für Leute, die gern besonders scharf Gewürztes essen. Vertrauen muss man schon haben in die Speisen von der Straße. Keine Gesundheitsbehörde hier kontrolliert, was da angeboten wird. Padas ist diese Version von Gado-Gado, indonesisch für scharf, sehr scharf. Wir sind unterwegs in Singapurs Chinatown auf der Suche nach einer traditionellen chinesischen Apotheke. Wer bei dem Wort traditionelle chinesische Medizin an verstaubte Hinterzimmer denkt, an geheimnisvolle Gelasse mit zerstoßenem Tigerpenis, der wird in Singapur sehr überrascht sein. Überragt von riesigen neuen Wohnblocks, die Tempel und traditionellen Shophäuser von Singapurs Chinatown. Und dies ist die Apotheke der Firma Yuyan Sang, einem Großunternehmen, spezialisiert auf traditionelle chinesische Medizin. Ein blitzsauberer Laden mit Tausenden von Kräutern, Wurzeln und anderen Teeessenzen in hochmodernen Regalen. Dies zum Beispiel ist Schlangenhaut. Tee aus Schlangenhaut reinigt das Blut, sagt der Apotheker. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen, sagt er. Und diese Steine hier, wir zermahlen sie, man kocht Tee darauf, der reduziert Hitze im Körper. Die Königin der Heilwurzeln im Angebot. Ginseng. Ein gutes Exemplar kostet fast so viel wie ein Kleinwagen, umgerechnet 13.000 Euro. Antilopenhorn gibt's auch. Frage: Chinesische Medizin steht bisweilen in dem Ruf, Artenschutzbestimmungen zu verletzen. Ich denke an den zermahlenen Tigerpenis. Gibt's das noch? Mag sein, sagt der Apotheker Nung Wong Min, der 4 Jahre lang Kräuterkunde in China studiert hat. Aber unsere Zutaten sind geprüft und einwandfrei, sagt er. Our herbs is a good quality.
Das hypermoderne Singapur erlebt derzeit eine Renaissance traditioneller chinesischer Heilmethoden. Natürlich gibt es hier genügend chinesische Ärzte. Die westliche Medizin praktizieren. Der Stadtstaat bietet beste medizinische Versorgung. Gleichzeitig aber boomt das Traditionelle. Theresa Li konsultiert eine Ärztin in einer Klinik in der Innenstadt. Ärztin Zhong Jiming hat in China traditionelle Medizin studiert. Theresa klagt über Schlaflosigkeit und Nervosität. Ich glaube an westliche und östliche Medizin, sagt sie. Theresa ist 34, hat studiert, arbeitet in einem Verwaltungsjob. Westliche Medizin ist für akute Erkrankungen, sagt sie. Chinesische Medizin ist milder, wirkt langfristig bei chronischen Symptomen. Benefit us because Western medicine is probably more for, I mean, this is my belief that it actually conquers more of acute problem. Right, exactly, acupuncture point. How do you feel? Die Ärztin hat Akupunktur verschrieben, die kann auch wehtun. Just to regulate energy, qi and blood. Die Nadeln regulieren das Qi, sagt die Ärztin. Qi ist eine Art Kraft des Lebens. Chinesische Medizin basiert auf taoistischer Philosophie. Widerstreitende Kräfte müssen in Harmonie stehen, im Kosmos wie im Körper. Der Reporter lässt sich untersuchen und kriegt prompt sein Fett weg. Sie schlafen nicht genug und sie sollten ihre Essensgewohnheiten umstellen. Die Frau hat ja recht. My suggestion is you need to control your diet. Theresa hat die Akupunktur hinter sich. Die Ärztin hat ihr ein Rezept für eine Kräutermischung geschrieben. Der Apotheker stellt sie zusammen, diverse Rinden chinesischer Bäume, deren englische Namen hier niemand kennt. Alles, was Apotheker Nüng hier zusammenträgt, wird Theresa mit Wasser zu einem Sud verkochen und nach Vorschrift einnehmen. Dies ist eine Tagesdosis zur Stärkung der Körperkräfte. Auch in der modernen Welt hat chinesische Medizin einen Platz, sagt sie, aber man braucht schon Willenskraft, denn, sagt sie, die Kräuter schmecken nicht gerade gut. Traditionelle chinesische Medizin im modernen Singapur, eher ein Beitrag zur Wellnesswelle. Bitter und teuer, die Tagesportion hier kostet umgerechnet 50 Euro. Dangdut, das ist eine spezifisch indonesische Form von Musik mit Gesang und mit Tanz. Sehr traditionell und außerdem ziemlich sexy. Erotik für das indonesische Dorf. Wir stellen vor, Lala. Wenn Lala tanzt, tanzt sie mit Hingabe. Lala weiß, was von einer Dangdut-Tänzerin erwartet wird, und singen kann sie auch. Dangdut ist eine indonesische Popmusik, vor 40 Jahren von muslimischen Jugendlichen für sich entdeckt. Eine Mischung aus malaiischen, arabischen und indischen Elementen. Ja, mein Tanz ist erotisch, sagt Lala, aber nicht pornografisch. Und bei den Kostümen richten wir uns nach den Wünschen der Kunden, für die wir auftreten. Fast allabendlich gibt es in Indonesien Dangdut-Darstellungen zu sehen. Im Fernsehen in etwas züchtigerer Fassung, derber auf den Dörfern oder wie hier in einem Vorort von Jakarta, wo Lala mit ihrer Truppe zur Unterhaltung einer Hochzeitsgesellschaft engagiert ist. Braut und Bräutigam sitzen ernst und reserviert da, so ist es Brauch bei asiatischen Hochzeiten. Aber die Gäste dürfen sich amüsieren. Bananen und Wasser werden gereicht. Bei einer muslimischen Hochzeit in Indonesien gibt's keinen Alkohol, jedenfalls nicht auf dem Tisch. Kurz vor der Vorstellung, Lala Tunjuk und ihre Kolleginnen schminken sich für den Auftritt. Alle sind professionelle Tänzerinnen, tingeln mit der Truppe durch Vorstädte und Dörfer, um Geld damit zu verdienen.
Karena Hobby. Saya dari kecil Hobby. Angefangen hat's als Hobby, sagt Lala, sie ist 21. Und schon meine Oma war Dangdut-Tänzerin. Dangdut macht mir Spaß. Die Musik hat indische Elemente. In Indonesiens traditioneller Kultur hat Indien ja schon immer eine große Rolle gespielt. Indonesien ist heute vornehmlich muslimisch, aber tatsächlich ist das Land weiter von älteren, hinduistischen und damit sinnlicheren Traditionen geprägt. Das Publikum kommt in Stimmung, vor allem dessen männlicher Teil. Wer ordentlich was springen lässt, darf auf die Bühne. Es fliegen 1000 Rupienscheine, umgerechnet 7 Eurocents. Dafür darf man sich den Tänzerinnen nähern, aber hat Lala uns gesagt, wir sind keine Prostituierten. Indonesiens strenge Islamisten haben ein Anti-Pornografie-Gesetz durchs Parlament gebracht, das könnte theoretisch solche Darbietungen verbieten, aber auf den Dörfern wird das Gesetz schlicht ignoriert. Asiens Elefanten leben gefährlich. Motola hier trat auf eine Landmine im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar. Aber die eigentliche Gefahr für Asiens Elefanten ist der Verlust ihres natürlichen Habitats, das Verschwinden der Wälder. In Thailand versuchen einige Idealisten zu retten, was zu retten ist. Wir stellen vor, die Elefantenärztin von Lampang. Sie muss sich an die Prothese noch gewöhnen. Motola wagt noch nicht so recht, ihr künstliches Bein zu benutzen. Wir sind in der Elefantenklinik von Lampang im Norden von Thailand. Und Dr. Kruyothong Kayan, eine der beiden Tierärzte hier, bereitet gerade Babynahrung vor für einen weiteren Patienten. Motola äugt herüber, wenn Baby Namphon von Dr. Kruyothong gefüttert wird aus einem Gummiäuter. Namphon, das 4 Monate alte Elefantenmädchen, wurde von seiner verhaltensgestörten Mutter verstoßen. Dr. Kruyothong, 27 Jahre alt, kam während des Studiums als Praktikantin hierher. Seither lassen sie die Elefantenschicksale nicht mehr los. Auch Mosha ist ein Minenopfer. Warum ich hier arbeite? Weil ich Elefanten einfach liebe, sagt sie. 10 Elefanten werden in der Klinik derzeit gepflegt. Die einstigen Besitzer können mit den kranken Tieren nichts mehr anfangen, darum bringen sie sie hierher. Betrieben wird das Krankenhaus von einer Stiftung, den Freunden der asiatischen Elefanten, finanziert ausschließlich von Spendengeldern. Eine letzte Zuflucht für verlorene Fälle. Ja, sagt sie, und ein bisschen Resignation klingt aus ihren Worten. Die Besitzer laden sie bei uns ab. Wir pflegen die Tiere. Kilometer weiter nördlich in der Provinz Chiang Mai stehen Elefantenkühe schützend über einem Baby. Wir sind im Dickhäuter Refugium des Elephant Nature Park, einer privaten Initiative. Dieser Tiere leben auf einem viele Hektar großen Stück Brachland. In den letzten 6 Jahren wurden viele Babys hier geboren. Der Park ist auch eine Touristenattraktion. St. Wen Chai Lek, genannt Lek, ist Gründerin und Chefin des Parks. Ihre Familie besitzt ein Reisebüro für Elefantentourismus. Lek kauft gefährdete Tiere auf und lässt sie hier in halbwegs natürlicher Umgebung leben. Wir retten sie, sagt sie, von Bangkoks Straßen und aus den Holzfällerlagern. Der Elefant war einst das Haustier Südostasiens. Heute gibt es gerade noch 2.500 davon in Thailand. Lastwagen und Pickup haben die Tiere in Land- und Forstwirtschaft überflüssig gemacht. Die einzige Überlebenschance für die zahmen Elefanten ist der Tourismus. Besucher zahlen umgerechnet 50 Euro für einen Tag in Leks Elefantenpark. Damit finanziert sie das Refugium.
Die studierte Thailänderin nennt sich selbst Mutter. Der Elefanten kennt jedes ihrer Tiere beim Namen. Diese Herde hat Glück. Sie lebt weitgehend artgerecht und hat genug Futter. Die Haltung von Elefanten als Haustier wird nämlich auch deshalb immer schwieriger, weil die Wälder mehr und mehr verschwinden, in denen einst Elefantenbesitzer ihre Tiere fressen lassen konnten. Lecks Herde ist keineswegs ausgewildert. Die an Menschen gewöhnten Tiere könnten in freier Wildbahn gar nicht überleben. Sie wurden jahrelang an Ketten geführt, sagt Leck. Sie wissen gar nicht, wie sie sich frei bewegen können, vor allem am Anfang, wenn sie neu zu uns gekommen sind. Lecks Herde hat ihr eigenes Freigelände. In Thailands wenigen ursprünglichen Dschungelgebieten leben noch etwa 1500 wilde Elefanten. Für mehr ist dort kein Platz. Zurück in der Elefantenklinik von Lampang. Eine blinde Elefantenkuh wird massiert. Südostasiens Arbeitselefant hat kaum noch Zukunft. Seine Zahl wird weiter abnehmen. Parks und Tourismusunternehmen werden einige retten, aber nicht alle. Hier in der Klinik fressen sie ein Gnadenbrot. Ich wünsche mir, dass unsere Regierung mehr für den Tierschutz tut und dass die Thailänder mehr Verständnis haben, sagt sie, für das Schicksal unserer Elefanten. Ein paar Wochen hat Motola ohne ihre Prothese gelebt. Eine erste Version war unter ihr zerbrochen. Jetzt wird eine neue angepasst. Dr. Krütong reinigt den Beinstumpf. Vor 10 Jahren wurde der von einer Landmine zerrissene Unterschenkel amputiert. Seither lebt Motola hier in der Klinik. Ein thailändischer Arzt, eigentlich spezialisiert auf Prothesen für Menschen, hat Motolas künstliches Bein konstruiert. Jetzt wird es angelegt. Es ist ein Experiment und es hat Motola unter Elefantenfreunden und Tierschützern in der ganzen Welt berühmt gemacht. Aber ob sich die 48-jährige Elefantendame an die über 20 Kilo schwere Prothese je gewöhnen wird, ist ungewiss. Die Jüngeren, sagt die Tierärztin, tun sich da leichter. Motola wird auch mit Prothese kein Arbeitselefant mehr werden. Frage, kann man Motola wieder in die freie Wildbahn entlassen? Nein, sagt sie, sie hätte dort keine Überlebenschance. Gemischte Gefühle in der Elefantenklinik, Trauer über unwiederbringlichen Verlust, Hoffnung und Hochachtung vor Menschen, die diesen Verlust nicht einfach hinnehmen wollen. Das waren sie dann für heute, die Gesichter Asiens. Demnächst mehr aus dem Südostasien-Studio der ARD in Singapur. Oh.